Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Start in The Long Dark. Ich bin der Eddie. Schön, dass du hier mit dabei bist. Ich bin genau hier an dieser Stelle ins Spiel gestartet. Ich habe ja The Long Dark schon mal gespielt. Als Reisender bin dann ja irgendwann verstorben hier in der rauen Wildnis. Und habe gesagt, wenn ich es nochmal anfange, dann als Pilger. Und genau das möchte ich jetzt hier machen. Ich starte als Pilger. Schön ist, dass ich mich hier auf dieser Karte schon ein bisschen auskenne. Ich gehe gleich mal hier zu dieser Leiche. Krähenfeder nehmen wir mit. Dann durchsuchen wir mal hier den Kameraden, der irgendwas für uns bereithält. Oh. Ja, da waren wir schon mal richtig erfolgreich. Ja, wie gesagt, ich starte diesmal als Pilger. Das heißt, wir werden nicht angegriffen von den Wölfen. Okay, kann man jetzt sagen, Warmdusche. Aber ich möchte einfach mal hier noch mehr von dieser Welt erkunden. Und zwar mit euch zusammen. Denn das Problem ist, dass wenn ich hier immer Quatsch und tue und mache, ich habe natürlich auch immer so ein bisschen den Druck, dass das, den mache ich mir aber selber, dass das nicht zu langweilig werden soll und so weiter und so fort. Und dann möchte ich mir doch mal wieder raus und würde normalerweise, wenn man es jetzt einfach so für sich spielt, vielleicht doch mal in der Bude bleiben. Das Wetter nicht ganz so danach ist, aber man kann ja nicht immer ewige Zeiten da drin bleiben. Was haben wir überhaupt? Ach komm, jetzt machen wir anders. Wir gehen mal hier in diese Bude. Wie gesagt, kleines bisschen weiß ich ja schon Bescheid. Darum weiß ich natürlich, dass hier die Bude steht. Wir haben übrigens ein neues Menü. Das machen wir auch gleich. Da ist doch. Okay, da hinten sehen wir schon den Wolf. Sieht richtig klasse aus. Übrigens haben wir auch eine neue Grafik. Wir haben. Also hier, der Boden ist anders. Das Eis stellt sich anders dar. Das Ganze ist ein bisschen. Ich sag mal so, vorher war es ein bisschen heller irgendwie. Aber mir gefällt es eigentlich ganz gut. Also es sind auf alle Fälle mehr Details dazu gekommen, was die Grafik anbelangt. Ich hoffe, dass das auch alles wirklich wunderbar läuft bei mir. Dann schauen wir uns mal in der Hütte um. Es ist ja gerade Tag. Neuer Ort entdeckt. Lagerbüro. Ja, da haben wir wieder den Sessel. Den könnte man natürlich zerlegen. Zeitung, Holz, Schnur, die nehmen wir mal an uns. Ein Haken, Angelhaken, können wir Fische fangen. Lampenöl. Okay, hier ist da ja noch, die Werkbank können wir benutzen. Aber für die, die vielleicht das erste Mal dabei sind, machen wir das mal kurz auf. Dann haben wir hier ein Buch, das uns quasi die einzelnen Crafting-Rezepte oder halt die, ja, so eine kleine Bauanleitung bietet, was wir denn machen können, woraus. Und das Zeug, ich nehme das mal. Das können wir zum Anfeuern benutzen, aus der Zeitung können wir Zunder machen. Erste Hilfe. Schauen wir mal rein, was wir da alles haben. Antiseptikum, Antibiotika. Falls uns der Wolf doch mal angreifen sollte.
Streichhölzer nehmen wir an uns. Also wir können jetzt mit der Leertaste dieses... Wir haben nur Zündhölzer momentan und eine Flare, also eine Fackel. Dann haben wir hier dieses Buch. Statistik. Ein entdeckten Ort. 1% entdeckt, also wir sind ganz neu im Spiel. Hier kommen dann unsere überlebten Tage hin. Ja, wir haben 13 Tage schon mal überlebt, ja, bevor wir damals gestorben sind. Das kann man hier in der Statistik alles ein bisschen nachlesen. Also ich möchte natürlich hier durch das Spielen im Pilgermodus deutlich mehr Orte entdecken können. Hoffe ich zumindest. Und deshalb Wetzstein. Ganz schlecht sehen hier. Es ist ziemlich dunkel. Ist fast eine Lampe anmachen. Mit der Tab-Taste können wir hier gucken. Wir sind unterkühlt zum Beispiel oder ob wir ausgeruht sind. Durst, Hunger, Kalorien gehen langsam nach unten immer. Und wir haben gefühlt 0 Grad. Das ist nicht ganz verkehrt. Verband. Ich nehme das alles hier mal raus. Die nehmen wir. Oh, sehr viel ist da nicht drin. 0,31 Liter Petroleum. Aber vielleicht finden wir ja noch ein bisschen Petroleum. Müsli-Riegel. Kräutertee. Ich sag das einfach alles mal an und wir schauen das nachher mal an, was wir da alles haben und werden das dann irgendwo hier oben platzieren. Das ist übrigens jetzt in dieser, seit dem letzten großen Update, wo auch dieses Rad hier dazu kam. Hier können wir sehen, was wir alles in unserem Rucksack haben und können das dann sortieren hier nach Arzneimitteln, nach Klamotten. Zustand der Klamotten, die müssen wir irgendwann mal reparieren. Dann haben wir hier die Getränke, die Werkzeuge und so das Feuerholzzeug. Wie gesagt, das ist der komplette Inhalt. Das können wir dann nachher ja, ein bisschen rauslegen, was wir nicht brauchen. Aber jetzt möchte ich erstmal all möglichen Sachen schauen, was wir hier alles am Start haben, wenn wir schon hier sind. Draußen wird es etwas ungemütlich. Orangenlimo. Wie gesagt, in der vorherigen Version war es so, dass wenn man Essen hier in diesen Schränken gelagert hat oder in so Boxen. Okay, Radio spielt immer noch keine Musik. In so Boxen. Klar, wir haben auch einen geomagnetischen Sturm überlebt. Da ist nichts mehr mit Radio hören. Die ist auch leer, die Leiche. Das ist ja richtig. Also da habe ich ja in der anderen Version mehr gefunden. Als Reisender. Socken. Handschuhe. Das ist der Ofen. Hier haben wir übrigens Bett. Können wir pennen. Ich schaue mal unter das Bett. Ja, da haben wir es schon. Lohnt sich immer mal wieder, um das Bett zu gucken. Die Lupe. Habe ich noch nie gemacht. Mit der Lupe können wir Feuer machen. Buch. Schmerzmittel. Noch ein Buch. Hier könntest du irgendwann etwas lernen. Fürs Erste kannst du es verbrennen, wenn es dir kalt ist. Ja. Den Stuhl können wir auch zerprügeln. Ist denn hier irgendwas drin in der Kiste? Ich sehe mal nichts. Schlafsack, ich nehme den mal. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, ob wir Schweinefleisch mit Bohnen und Schokoriegel. Okay. Wie gesagt, draußen wird es langsam ungemütlich.
Schade, dass uns der, und ich sag's wieder, ich würde den gern draußen ablegen. Irgendwo hinterm Haus. Wo er vom Wolf gefressen wird. Ich habe immer ein bisschen Angst, dass der irgendwann hier das Meichteln anfängt. So vor sich hingammeln und hier die Luft verpestet. Sorry, ich würde ihn ja gern eingraben draußen, aber ich denke, dass hier so arschkalt ist, dass ich ohne schweres Werkzeug hier den gar nicht unter die Erde bringen würde. So, und dann schauen wir mal, was wir hier alles am Start haben. Ablegen. So, jetzt liegt es da rum. Wie war denn das so? Rechte Maus. Stellen wir das Zeug mal hierher. Dass das so seine Ordnung hat, ein bisschen. Ne? Dosenöffner. Wir haben Socken. Haben wir irgendwie. Ich schaue mal meine Klamotten an. Haben wir Socken? Wir haben Socken. Und wir haben hier Socken. Ich ziehe mal die hier an. Weil die etwas. Schauen wir mal schnell. Minus 3. Oh, die sind wärmer. Wollsocken, robust und warm. Was sind das hier? Dünne Baumwollsocken. Okay, dann machen wir es anders. Dann ziehen wir die hier an wieder. Die hier. Wir zerlegen die mal. Wir sind ja ganz frisch ins Spiel. Ein bisschen was zu essen haben wir auch. So, da wir die zerlegt haben, haben wir jetzt irgendwo. Wo haben wir das? Hier. Stoff. Wenn wir den zerlegen, kriegen wir Verbandszeug raus. Aber wir machen mal Folgendes. Wir nehmen mal diese Socken. Oder. Das ist alles Daunenweste, Pullover. Ich würde mal sagen, der ist schon sehr schlecht. Da könnte es auch gut sein, dass wir da mal einen besseren finden. Das ist alles überhaupt nicht mehr wirklich gut. Das Ganze, Aktionen. Wir versuchen den mal zu reparieren. Ich glaube, wir haben ja, genau, Hammer. Gescheitert. Alter Schwede. Wir probieren das nochmal. Okay. Jetzt haben wir den etwas repariert. Ja. Ist ein bisschen angestiegen hier. Allerdings müssen wir da schon nochmal. Bisschen nachlegen, damit das wirklich besser wird. So, jetzt haben wir wieder Stoff. Jetzt können wir theoretisch mal was probieren. Warte, wir gehen einmal zurück. 52%. Schauen wir mal. Oh, das dauert eine Stunde. Na ja, komm. Geklappt. Jetzt ist das Ding von paar 50 auf paar 80% angestiegen. Jetzt ist es also fast schon wieder gut brauchbar. Also ist jetzt schon gut brauchbar. Besser wie das andere Zeug hier. Und das machen wir so nach und nach mit dem ganzen Zeug.
Antiseptikum. Da haben wir. Das packen wir hierher. Schauen wir nochmal schnell, was wir sonst noch so haben. Und vielleicht irgendwie ablegen könnten. Wenn wir wollten. Okay, wir haben zwei Schlafsäcke. Das heißt, wir könnten einen davon entbehren. Das hier. Kann ich das eigentlich nicht einfach. Mit rechts ablegen, das geht nicht. Oder ich kann es nur nicht. Das ist auch durchaus möglich. Was mit dem Wasser hier? Okay, das kann man bedenkenlos trinken. Haben wir einen halben Liter am Start. Sonst müssen wir nachher halt Wasser schmelzen wieder. Draußen pfeift immer noch ganz schön der Wind umeinander. Den hier legen wir mal ab. Legen wir einfach mal hierher. Oh, da schon mal her, da ist noch was zu trinken. Gipfelpause. Die Frage ist, soll ich die mitnehmen? Nehmen die mal mit. Warum nicht? Also hier oben war ich ja schon. Da liegt noch was. Wirklich. Hätte ein bisschen besser aufpassen können hier und nicht alles im Boden werfen. Ohne haben wir jetzt ein paar am Start. Nicht verkehrt. Den Stuhl könnten wir auch zerlegen, da kriegen wir Stoff raus und so Zeug. Was wir jetzt hier nicht haben ist, ja, so ein schöner Benzinkanister oder irgend sowas. Draußen pfeift immer noch der Wind. 1 Grad, trockener Mund, etwas hungrig. Sollen wir trotzdem mal kurz rausschauen oder wie machen wir es? Ich schaue noch mal ein bisschen ins Inventar. Einfach nur, dass ich einfach weiß, was ich so am Start habe. Das ist Angelzeug. Ich behalte. Wir brauchen zum Nähen. Das Nähset und diesen Haken anscheinend. Also die normalen Zündhölzer sind besser wie die Streichholzbriefchen, also diese ja, in dem Papp, in dem dünnen Pappschachtelchen. Brandbeschleuniger können wir mal nehmen, wenn wir ja, wenn wir es recht eilig haben. Also wenn wir eine Essensdose mit am Start haben, brauchen wir nicht unbedingt den Dosenöffner. Also wir wollen etwas mehr essen. Oh, draußen ist es ruhig. Da würde ich nachher sagen, da schleichen wir mal ein bisschen ums Haus. Und gehen mal ein bisschen an dem See entlang. Und sammeln ein paar Sachen ein. Das kann man mal mitnehmen, das Zeug. Also hier habe ich jetzt Klamotten. Vielleicht finden wir noch mehr Klamotten da draußen. Ich werde mal das ablegen und das ablegen. Obwohl, ich werde das hier mal essen. Öffnen. Weil wir haben ja auch ein bisschen Hunger.
So, und schon ist es verschwunden. Die leere Dose haben wir. Kalt. Wieso ist denn die jetzt am Bo war denn die jetzt am Boden? Achso, ich habe eine am Boden. Jetzt, sorry. Und eine habe ich gegessen. So war der. Genau. Trinken könnten wir auch was. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Dann haben wir jetzt in dieser Folge sind wir nicht weit gelaufen. Nur kurz hier zu der Hütte haben wir gecheckt, was wir alles am Start haben. Auf jeden Fall würde ich in der nächsten Folge gerne nach draußen gehen. Und wir schauen uns mal hier ein bisschen um. Es ist ja jetzt nicht mehr ganz so gefährlich. Also ich hoffe, wir kommen etwas weiter als wie vorher, weil wir ja eben in der leichtesten Stufe unterwegs sind, um einfach etwas mehr von der Welt erkunden zu können, wie ich finde. Und deshalb, ja, bedanke ich mich an der Stelle fürs Zuschauen bei euch und hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei, wenn wir wieder durch die einzelnen Gebiete von The Long Dark schleichen. Bis dahin, euer Eddie.